Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane. Und ja, Teclis, da ist er. Hallo. There is no time to lose. Magnus is growing weaker by the moment. We must storm the fortress of Zinch before it's too late. I've arranged for the portal to deliver you to the foot of the Harbinger's Tower in the fortress of Zinch. From there, you must fight your way to the Harbinger's Sanctum at the top. Okay, what about the witch hunter? He could still be alive, couldn't he? There's no time for that now. The fate of the Empire is at stake. Yes, yes, I know. But we can't just leave him there. Dass sich die Elfen für das Imperium scheren. Kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Ich kenne mich jetzt so in dieser Fantasy-Welt nicht so aus, aber ich würde mal sagen, das Imperium war noch die Menschen. Und das mit dem Imperator da, das kann dir doch scheißegal sein, oder? Wenn es anders ist, schreibt es mir mal in die Kommentare. Do you think he would do the same for you? Was? Not a chance! Doesn't make a difference though, does it? Do as your conscience dictates, young prince. I cannot say what you will find once you are inside the tower. But I can say... Do as your conscience dictates, Bracky Axe-Fighter. I cannot say what you will find once you are inside the tower. But I can say this. If the Harbinger hasn't killed Voss by now, I suspect he wishes he were dead. Hmm. Then I'll give his regards to the Harbinger. Das wäre cool, wenn wir gegen Voss kämpfen müssen. Den Turm des Vorboten erreichen. Schauen wir uns den Vorboten noch mal an, was für eine Flachzange das ist, den wir gleich abschlachten werden. Egal was es ist, wir werden es töten. It's just like Magnus's tower back in Num. I wonder what I'll find upstairs in the throne room. Ach, da sehe ich schon was, was mir nicht gefällt. Da ist ein Geist. Das ist auch so ein großes Kackvieh. Da kommen sie schon alle. So, oh, weg, 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 weg. Ich wollte gerade sagen, ist das zum Einsammeln? Das ist ihre scheiß magische Explosion. Ja, kommt alle her. Kommt her, kommt her. Und geht ficken, ey. Oh, 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 das sieht schlecht aus. Ah! Wir sind schon ewig nicht mehr gestorben. Aufgeben? Also wenn wir mal aufgeben, haben wir das Spiel verloren, oder was? Ah, ich weiß es nicht mehr. Komm, 28.000. Oder 19 Fragmente. So ein Dreck. Diese Zauberflammenwerfer kotzen mich. Weil durch die bin ich ja gerade verreckt. Magische Drecksflammen. Ist hier sonst noch was? Sonst nix. Hm. Oh, doch hier mal was liegen lassen. Auf geht's ins Getümmel. Ich mag euch nicht. Scheiß Flammenwerfer. Schüsse. Oh, schon wieder halb tot, ey. Geh kacken. Verlieren wir oder kriegen wir was dazu? Na, langsam. Wir brauchen mindestens 1% Regeneration.
Ja, muss ich kurz warten. Haben wir vielleicht schon was Tolles gefunden? Oh, wir sind mit vollen Sachen in die Schlacht gegangen. Das ist natürlich schlecht. Hätten wir mal verkaufen sollen. Oder verschenken. In dem besten Fall, ja. Aber, oh, das, das könnten wir wahrlich gebrauchen. Es verstärkt wirklich maximale Gesundheit und Schaden. 2400. Beutequalität und maximale Gesundheit, habe ich gesagt. Ja, komm, nehmen wir. Was haben wir hier noch? Nee, die Frisur geht gar nicht. Den Rest eine Hose. Wow. Bringt aber 0,5%. Das ist natürlich ein Argument. Da war 5700 maximale Gesundheit. Das ist der Schlipper. Bringt mehr Gesundheit und 0,5. Dann habe ich doch mal eine 1,5% oder 1. Warte mal ganz kurz. 0,6. Dann haben wir 1,1. Okay, 1,1 ist doch schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur mehr. Ich bin gierig. Scheiße. Ich habe gerade meinen Kaffee getrunken, ihr Schweine. Müll. Das sind alles so kleine Räume. Aber gut, wir arbeiten uns da so ein Türmchen hoch, ne? Oh, irgendwas stimmt mit meinem Headset nicht. Ich glaube, das geht langsam in die Dutten. Kurz was machen. Ja. Es hat einen Wackelkontakt. In der Lautstärke irgendwie. Jetzt habe ich es wieder. Okay. Oder einfach nicht mehr anfassen, das Headset. Den Lautstärkeregler zumindest. Ja, geht doch mal kacken, ey. Da ist dieser Flammenwerfer, Motherfucker, da geh ich gleich wieder weg. Ah, du Arsch einer Hure. Mama mia. Ja, wir haben Verrecken. Wie lange das noch nachfackelt? Der flambiert mich einfach. Wir hätten mal echt nicht so viel auf Schaden gehen sollen, sondern mehr auf Heilung. Oh, nicht, dass ich hier sterbe. Puh. Ach, der Bier wird auch noch fertig. Kasper, und warum fliegt das immer alles nach unten? Nee, keine Zeit für euch. Ich muss das einsammeln. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie ist die... Bei mir sehe ich gerade, dass der Ton bei euch ausschlägt. Machen wir Effekte, Sprache lassen wir mal ein bisschen weniger. Mal kurz was Krachenmäßiges machen. Geht. Nicht mehr roter Bereich. So. Das sieht doch schick aus hier, mal so ein Bilderchen. Das sieht doch schick aus.
Und Ladebildschirm. Ich liebe Ladebildschirme, vor allem wenn es immer dasselbe Bild ist. Oh. You. Ja. How is this possible? You said he couldn't follow us. I never thought he'd risk the realm of chaos, much less challenge Axarath. There may be more to this mad dwarf than I thought. This is all because of Teclis. I told you he would be trouble. But Teclis isn't here, is he? Brother, you fret like an old fishwife. Everything is under control. Brother? What's this? Skraeling sense! Skraeling knew me as Helspeth Bale. But once upon a time, my name was Helspeth Voss, and I was a merchant's daughter in Nome. In those days, I wanted to be a scholar. But the university did not accept women. So, I chose a different path. And I was a very attentive student indeed. I grew powerful and careless. It was only a matter of time before the witch hunters took notice. And who should catch me but my very own brother? If you could have seen the look on his face. That's enough. He knew he couldn't arrest me, not without bringing suspicion onto the entire family. It would have ruined his precious ambitions. I said that's enough! My brother craves nothing so much as power, you see. That's why I knew he would agree to my plan. And what does he get if you get the Horde? Her? She doesn't want to lead the Horde. I'd rather rule from the shadows. Let someone else assume all the risks. And you think you can just kill Magnus and put your brother on the throne? Don't be ridiculous. Magnus isn't going to die. He's the key to the entire plan. Once the spell has run its course, Magnus will rise again. It will be seen as a miracle, a sign of divine grace. The Elector Counts will rush to proclaim him Emperor, never suspecting that his soul belongs to me. I will rule through Magnus, and the Empire will be plunged into a new age of horror and despair. So you see, I do not need a Horde to conquer the old world. I just need one man. No, that's not right. You said I would be the next Chaos Lord. That was the point of stealing the relics. The Horde was to be mine. That wasn't what I said, brother. That was what you chose to hear. Ja, ganz fiese Schwester. You lied to me. Oh, der kleine Inquisitor wurde angelogen. Der tut mir ja leid. Der arme kleine Fuzzybär. Oh. Brother. I am the champion of the Dark Gods. Mine is the power, and mine alone! So. Oh. You witless fool! I'll show you power! Nein, nicht Fuzz töten. Fuzzybär möchte ich töten. Ui, 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 ui! Fuck! Was mache ich jetzt? Damit habe ich noch gar nicht gerechnet, du kleine Arschkrampe! Arschkrampen-Power! Hat sie weggebeamt, fuck! Wow, 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 wow! Beamlaser, ganz böse Sache! Aua, Beamlaser ist böse. Kriegt sich das Arschloch hin? Oder... ist ja, glaube ich, eine Frau, gegen die wir kämpfen. Ja, klar, gegen diese Arschkrampen auch noch.
Ach, die sind noch da. Arschkrampenpower. Ganz schlecht. Weg, 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 weg. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ui. Ah, es ist noch nicht so weit, ich muss weg. Backstein. Aber der falsche. Auch der falsche. Nee, hier hin und Power! Stirb, du Fotze! Entschuldigung, wollte ich nicht sagen, sollte ich nur denken! Oh, ich halte mich mal besser. Das war jetzt aber echt kein Elden-Boss, oder? Weil ich habe noch nie einen Endboss beim ersten Mal. Nein, aber trotzdem. Ihr gebt echt nicht auf. Das war niemals ein Endboss. Aber wo ist Fossibär? Und hier ist doch noch eine Person, die wir brauchen. Wir hatten doch mal, ich hab's schon vergessen. Irgendeiner war doch hier von Nullen oder war es nicht der Imperator selber, der gefangen war? Hm. Bestimmt Ablenkungsmanöver, passt auf. The curse had been broken. Hä? Free from the corrupting touch of chaos, Magnus recovered quickly, thanks to the work of Teclis and the Sigmarite priests. Not long after, the Elector Counts gathered in Nuln to proclaim Magnus as their emperor. The great war against chaos was over, and the Empire of Man had been restored. You have won a mighty victory. Demons and sorcerers alike have fallen to your axe. Yet still, the spirits of your lost kin linger, reminding you of your shame. But the struggle for the Empire has only just begun. Elspeth Bale is dead. But there are other enemies, across the old world and beyond, that will rise to take her place. Aber wo ist denn Fossibär hin? By Grimnir, you'll slay them all. Errungenschaft! Nach wie vor kein würdiger Gegner. Okay. Goldkronen. Ja. Ja. Dann nenne ich mit dem Piss auf den Sack. Jetzt haben wir alle Modi freigeschaltet. Erstmal den Shit verkaufen. Machen wir alles weg. Nee, ich wollte spenden.
Ja. Die freuen sich natürlich, dass ich so viel gespendet habe. Was ist denn Reliquienjagd? Muss ich noch Geld ausgeben für was? Nö. Ich möchte keine Karte kaufen. Was für Handeln habe ich mir nie angeguckt. Achso, da muss ich eine... Wenn ich irgendwie hiervon was habe, muss ich davon machen. Okay. Nee, es ist nur so Handel zwischen Edelsteinen, aber... Achso, wir sind doch wirklich durch. Das ist ja, vor allem das letzte Kapitel war ja echt kürzer als erwartet, also... 3, 6, 8... Ja, was soll ich sagen? War ein bisschen wenig, fand ich. Also. Gut, bei Invasion kämpfen wir wahrscheinlich gegen eine Anzahl vieler Gegner. Bei Expedition, keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich irgendwo hingeworfen. Und bei Boss Rush gehen wir wahrscheinlich. Kämpfen wir gegen Endbosse. Invasion. Kann ich mir das nur kurz angucken? Großer Verpester, genau. Herrscher des Wandels war der letzte. Ah. Herrscher des Wandels. So, Expedition. Oh, ich wollte doch nur gucken. Ups. Bereich räumen. Aha. Ich wollte noch mal kurz reingucken. Wir spielen jetzt nicht lang. Ich werde einfach mal kurz verrecken, durchlaufen, mal gucken, wie der Bereich ist. Wie groß? Lass mich durch, da. Lass mich durch. Ich will mal kurz gucken. Just another second. And I'll crush them all! Einfach nur mal kurz gucken, wie groß das Gebiet ist, was wir da befreien sollen. Ach komm, alle die jetzt hier sind, sterbt da mal. Verfolgt mich doch nicht immer. You'll never take me like that. Hit me! Oh nee, großer Flammenwerfer-Arsch. Was habe ich davon, wenn ich diesen Bereich räume? Kommt da noch ein Endboss? Gibt's da einen mega geilen Porno-Loot? Also, muss ja irgendwie ja motivieren zum Weitermachen. Geh mal durch hier. Lass mich mal in Ruhe. Aber ich hab doch keine Zeit. Ich will doch nur mal kurz gucken. Ereignis. Jagd. Was ist das? Töte einen Feind. Ich kann doch gar nicht lesen, wenn ich hier kämpfe. I need more time. Ich hab keine Zeit. Hit me. Hit me, baby, one more time. So, ich hab den Text jetzt nicht lesen können. Verkackte Wichser. Irgendwas Ereignis. Jagd. Ich hab keine Ahnung. Muss ich eine Anzahl Gegner töten in kürzester Zeit, oder... Wahrscheinlich. Oh, Bereich räumen. Gucken wir mal weiter. Ich will doch nur mal kurz gucken. Lasst mich doch in Ruhe. Wir wissen wirklich, ob hier ein Endboss gibt, es gibt oder so. Oh, Flamer. Just another second and I'll crush them all. Ereignis. Elite-Monster erscheinen. Okay, die erschweren das Ganze.
Okay, es geht um Truhen. Und es geht um Abfackeln. So, darf ich jetzt? Danke. Oh, jetzt kommt der Flammenwerfer-Wichser. Ich wollte auch was zum Einsammeln. Ach, scheiße. Nicht das, was ich wollte. Oh, geh sterben, Alter. Geht doch. Die Truhe hat sich aufgelöst. Okay, es scheint ein großer Bereich zu sein. Da ist kein Endgegner, wir gehen mal weiter. Und vor allem das Räumen, ganz komisch geschrieben. Aber da will ich ja nicht meckern, ich schreibe ja manchmal auch wie die Axt im Walde, ganz schön scheiße. So, ist eine Sackgasse hier. Und da gibt es eine Truhe. Ui, Truhe. Oder oben geht es doch weiter. Aber hier sind wir echt dabei, wenn wir diesen ganzen Bereich räumen müssen. Mit Viecher. Ja, aber irgendwie juckt mich, also macht dieser Modi mir nicht so viel Spaß. Es ist einfach nur ein Level lang laufen, was wir schon kennen. Vielleicht nicht so. Oh, was ist das denn? Verfolgung. Warte mal, ich würde mal gucken, was da steht, Mensch. Boah, ich kann doch nicht immer das machen, was ihr wollt. Ich wollte doch nur. Achso, jetzt haben wir eine besondere Karte, Gegner auf der Map. Nein, verkehrt gedrückt. Zu spät. Genau, die müssen wir ausschalten. Ja, nette Idee. Wenn man mal Bock hat, so nebenbei ein bisschen rumzuschlachten. Haut mich aber nicht. Ah, da gibt es noch einen größeren Gegner. Töte mich mal. Ereignis. Das ist nicht mein Text. Verfolgung. Don't toy with me. Okay. Just... Und dann sind wir tot. Oh. Okay, also wir müssen einfach einen großen Bereich, einen großen Areal, der wahrscheinlich immer random zusammengewürfelt wird, ja, eliminieren, durchlaufen und nebenbei kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte und Gegenstände. Gut, das ist das. Und Invasion wird wahrscheinlich das sein, dass wir wahrscheinlich, kann ich auch mal woanders reingehen? Vielleicht möchte man jetzt nicht mehr, Invasion. Oh, Invasion sieht doch schon mal an. Das sieht doch schon mal interessant aus. Also wir haben Korn. Korn, wir müssen uns irgendwie so lang arbeiten, ja? Und jedes Mal gibt es eine andere Schwierigkeit. Korruption. Also wir können noch korrumpiert werden. Okay. Das sieht schon besser aus, finde ich. Wenn Helden aufhören zu kämpfen, verlieren sie in jeder Sekunde Gesundheit. Ach du Kacke, was? Bei Abklingzeiten gibt es eine Chance, dass sie zunehmen, wenn ein Spieler Schaden erleidet. Okay, Rang 1. Okay, wir sind Pussy-Faktor. Bestätigen wir mal. Und was nu? Ah, einfach draufklicken. Bei Invasion stelle ich mir vor, dass ich quasi einen Bereich habe, den ich verteidigen muss vor vielen Feinden. Ich weiß nicht, wie die sich Invasion vorstellen. Das sind auf jeden Fall Modi, die würde ich nicht alleine nochmal spielen. Die würde ich mit einem Kumpel oder so, wenn überhaupt.
So, Feinde töten, besiege die Kreatur. Und wieder räumen, irgendwie Kacke geschrieben. Ach, die gab's ja auch mal. Bisher ist das aber Bereichräume, oder? Ah, wir müssen töten. Bleib mal stehen! Aua! Ja, aber irgendwie wirkt das wirklich wie Bereichräume. Also das, was wir vorher auch gespielt haben. Und jetzt verlieren wir Gesundheit, weil wir gerade nichts abschlachten. Habe ich noch Geld liegen lassen, ist auch nicht so schlimm. Boah, die Dinger hasse ich. Oh, bin schon tot, scheiße. Ich habe mich gerade verklickt. Ja, was soll ich sagen? Also die Story hat mich absolut nicht gefesselt. Klar, das Spiel funktioniert. Ich fand jetzt die Story, also Kampagne irgendwie zu wenig Abwechslung. Das Beste, was mir gefallen hat, war das hier. Aber das, also das vom Kapitel 4, aber Kapitel 4 haben wir am wenigsten gespielt, bin ich der Meinung. Da sind wir echt flott durchgekommen. Auch beim Endboss war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, dass ich Noob quasi, ich bin ja echt hier bei Hack and Slave Spiel nicht der King, dass ich da einfach so durchlaufe. Da fand ich schon ein bisschen, wenn ich überlege, wie ich gekotzt habe beim ersten Gegner, das war gegen Nurgle, ne? War, glaube ich, gegen Nurgle. Da habe ich ja gekotzt. Und ich bin da bestimmt haufenweise gestorben. Bei dem Kapitel 2, bei den Corny. Oder waren Corny die ersten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier war es Lanisch. Ging ja auch. Aber trotzdem. Also, ich habe es jetzt durchgespielt. Es hat mich zwar unterhalten. Das Spiel funktioniert, aber es ist kein Diablo-Ersatz. Auf keinsten Fall. Also man hätte mehr machen können. Das finde ich ein bisschen schade. Und auch, dass es noch 4 Kapitel Schluss ist, finde ich auch ein bisschen schade. Ich hätte gerne mehr Abwechslung gehabt in den Levelbereichen und ich hätte auch mal gern gehabt, dass ich mit Fuzzy Bear oder Techless einfach mal zusammen, die müssen ja nicht dauerhaft dabei sein, aber für so einen kleinen Bereich oder so, einfach mal kurz mithelfen und dadurch eine vielleicht auch ein Gespräch stattfindet. Dass die Helden sich da auch mal näher kennenlernen oder so. Das hätte ich mir noch mal gewünscht, aber naja. Wie gesagt, es funktioniert. Eine Kaufempfehlung würde ich nicht unbedingt raushauen. Da auch mir schon jemand in den Kommentaren geschrieben hat. Ich habe den Namen vergessen, sorry. Aber der meinte auch die Community oder es spielen kaum Leute. Also man findet wohl auch keine Leute zum Zocken. Das ist natürlich für so ein Game auch immer der Tod. Der Todesstoß. Aber wie gesagt, Warhammer-Spiele oder Warhammer 40k-Spiele sind eigentlich fast immer auf meiner Einkaufsliste. Daher habe ich mir schon so ein bisschen... Man hat sich schon dran gewöhnt, dass die Spiele meistens nicht on top sind. Das Beste, was ich von Warhammer gespielt habe, war bisher... Oder Warhammer 40k waren halt die Total War-Spiele. Und halt die Dawn of War-Dinger. 1 bis 3. Auch wenn sie immer ein bisschen unterschiedlich waren. Und da gab es noch ein Space Marine Spiel, wo du als Space Marine rumläufst und auch Leute zerhackstückelst. Den Titel habe ich mal vergessen. Der war auch okay. Und natürlich Space Hulk. Beides. Den Shooter und das Taktikspiel waren eigentlich auch gut. Wobei beide Spiele hätten mehr Abwechslung haben können, weil was auch bei Space Hulk immer vergessen wird, weil ich kann mich noch daran erinnern, sagen wir es mal so. Ich habe es nicht gehabt, aber früher, Space Hulk kam, glaube ich, 89 raus oder so. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Aber man konnte noch Zusatzpakete kaufen. Und zwar, das Grundspiel hatte immer Space Marine, Tyranniden und zwar Symbionten. Klar. Oder wie die Viecher nochmal hießen. Gene Stealer.
Und man konnte damals Zusatzpakete kaufen, dass du auch gegen, keine Ahnung, Elder oder irgendwas anderes kämpfst, quasi. Ich habe noch so ein paar alte Modelle mal beim Kumpel gesehen, die aus dieser Zeit wohl stammen sollen. Also wenn es sowas gab, warum gibt es das, machen sie es halt im Spiel nicht Überlegung? Ich weiß, es ist immer eine Lizenzsache, aber wenn ich mir doch die Mühe mache und Spiel auf die Beine stelle und Geld damit machen will, dann will ich auch irgendwie Fansupport machen oder die Community so ein bisschen so yay, ich hier hab was Tolles gemacht. Guckt euch das an. Es kommen sogar Orks vor bei Space Hulk. Oder so, das wäre doch auch geil. Man spricht dann halt mehrere Leute an. Nicht nur die Space Marines, man spricht, also die Space Marine Fans, die Tyranniden Fans, man spricht dann auch vielleicht mal die Ork Fans an oder die Elder Fans oder whatever. Pau, das wäre undenkbar. Nur so. Naja. Egal, nur ein bisschen Gedankengrütze. Ja, wie gesagt, Spiel ist okay. Nochmal spielen würde ich es nicht. Ich wollte es durchspielen quasi, für mich fertig spielen. Aber weiß ich nicht. Also ich würde es nicht nochmal spielen, auch wahrscheinlich mit einem Kumpel. Da würde ich lieber nochmal Diablo 3 irgendwie rauskramen und das nochmal zocken. Naja. Gut, danke fürs Zuschauen. Und ihr könnt ja gerne mal ein Like, einen Kommentar da lassen oder ein Abo. Dafür alleine, dass ich durchgespielt habe. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.